私の睡眠と私を使う。Die Frage ist, Sie fahren hier auf dem kleinen Stausee, das ist der größte Stausee von Deutschland, mit einem Wasservolumen von 215 Millionen Kubikmetern. Dabei hat er eine Längenausdehnung von 28 Kilometern, eine größte Breite von 2 Kilometern und eine Wassertiefe hier im Seitenbereich von ca. 55 Metern. Der Stausee wurde gebaut 1936 und vorrangig zur Hochwasserregulierung der Saale weiterhin zur Energiegewinnung, wie man den von uns schon erkennen kann, wie wir auch heute Tourismus. Unsere Fahrt führt hier vorbei am Saale-Strandbahn am Kempelitzbach bis 10 zum Kempelitz. Dort wird mit einem Kompetenten und einer Saale-Strandbahn werden. Diese Fahrt dauert noch eine Stunde und wir wünschen dir zu einem angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Hier, wie wenig Bäume. Guck mal, hier haben wir Bäume sich hingelegt. Aber auch wie wenig Bäume, hier ist überall, die ganzen Bäume sind weg. Ja. Alle ganz trocken, abgeholzt. Wie Sie an den einzelnen kleinen Häuschen erkennen können, ist dies ein Domizil für Lösungen. Sie werden es nicht glauben, aber in diesen Mädchen verbergen sich ca. 250 Ferienhäuschen. Bei der Fahrgäste oben rechts erhebt sich nun der Totenfels. Die andere davon, dass sich hier ein Reiter samt Pferd und Liebeskummer herabstürzte. Bedenkt man, dass das Totenfels jetzt ca. 45 Meter aus dem Wasser ragt und man hier noch eine Wassertiefe von ca. 25 Metern hat, war dies damals noch mit ca. 60 Meter ein beachtlicher Sprung. Heute führen von hier aus herrliche Wanderwege nach Zukoden, nach Saalburg oder auch nach Saalburg zurück. Hier treten wir auch wieder bei in den Kurs Richtung Saalburg. Wir können ein attraktives Foto von Saalburg und Häusen an der Stelle. Soll doch jetzt seine Kamera bereithalten. Wir kommen nun gleich zum schönsten Blick auf Saalburg. So, meine Fahrgäste, unsere Fahrt geht nun langsam zu Ende. Und ich möchte es nicht versäumen, mich bei Ihnen im Namen der Besatzung für Ihre Begleitung zu bedanken. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas gefallen und Sie konnten ein paar interessante Eindrücke über unseren Stausee mitnehmen. Saalburg hat ja noch einiges zu bieten. Von den einschlägigen gastronomischen Angeboten bis hin zum Kletterwald, Märchenpark und bis hin zur Sommerrodelbahn. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt hier in Saalburg bzw. weiterreise. In diesem Sinne alles Gute und auf Wiedersehen. Die Fahrgäste, die eine 2-Stunden-Fahrt gebucht haben, können natürlich gerne sitzen bleiben. Es geht dann anschließend um 15 Uhr weiter Richtung Staudinger. Vielen Dank.